Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Es gibt mal wieder ein Video, die Post war da. Paketnummer 369 sollte das jetzt sein. Es sieht irgendwie danach aus, dass man meiner kennt, da kommt seit langem mal wieder was zum Dampfer raus. Weil ich würde sagen, wir schnacken nicht lang. Wir gehen mal runter auf den Tisch, dann gucken wir mal. Was da kommen ist. So, auf dem Tisch ankommen. Packt mir jetzt das Ding einfach mal auf. Die Verpackung sieht eigentlich so aus, dass man meine kennt. Incave. Aber ich habe tatsächlich keine E-Mail gekriegt von denen, dass die mir irgendwas zuschicken möchte. Deswegen ist es tatsächlich jetzt ein Überraschungspaket. Vielleicht kommt da was ganz anderes raus, ich weiß es ja nicht. Aber ich bin jetzt so Falschschläger. Denke jetzt einfach mal. Moment. Ne, das ist. Und das ist nicht Steamcap, das ist tatsächlich eine andere Firma, aber die Verpackung ist die gleiche wie bei Steamcap immer. So, was haben die mir denn geschickt? Auf jeden Fall kommt mal wieder was zum Vape raus. Es kommt eine Moant. Rosito Mini raus und eine Smoant Levin Kit. Also das ist ein normales Pod-System, wo dann auch Pods dabei liegt. Jeweils 2 Milliliter Inhalt, zwei Stück sind drin. Hier das gleiche. Aber jetzt keine Angabe, wie viel Ohm das die hat. Ah, doch hier. Einmal 0,8 Ohm und einmal 1,0 Ohm. Und das hier ist für den Osito Mini. Da dahinter die Käse. Kit. Osito Mini Kit. Der hat wohl einzelne Coils, was man tauschen kann. Auch recht interessant. So, da denke ich mal, das wird auf jeden Fall ein bisschen aufwendiger sein. Da wird er mit Sicherheit auch ein separates Video sehen möchte. Deswegen würde ich sagen, wir machen in diesem Video auch zugleich ein First Impression von diesem Podkit, weil ich mag die Podkits inzwischen echt wirklich, weil, keine Ahnung, die passt in die Hosentasche, die kann man schnell mitnehmen. Unauffällig irgendwo mal dran hier. Darf sich bloß die Publisher lassen, dann in dem Fall. Optisch. Optisch sieht der Geil immer so schlecht aus. Levin. Das sieht optisch echt richtig gut aus. Und meint hier ein USB-C-Port, so wie das her. USB-C-Port zum Laden. Hier kann man dann die Airflow einstellen. Komplett auf, komplett zu. Der Port, ja, würde ich sagen, der ist schon wirklich klein. Remove. Das ist bloß die Frage, kann ich denn ein passendes Liquid hier am Tisch rumstellen, dass man den schnell auffüllen kann? Ah, ich habe was da, was selber zusammengemischt ist. Muss ich bloß gucken, wie der Pott aufgeht. Hat hier an der Seite keine Gummilasche. Also, da müssen wir oben. Von oben her öffnen. Und von oben her den Einfüller.
Und dann machen wir das jetzt einfach mal. Macht man das Licht ein bisschen heller. Und Unterschmeißer. Mal gucken, was ist denn Entlüftung, was ist nach für Loch. Da wo der rote Nupsi ist, spült man ein. Auf jeden Fall sehr straff. Also ich denke mal, man kommt nicht mit alle Flaschen rein. Denk Gorilla-Flasche, da wird man ein Problem haben. Hier auf der anderen Seite ist dann direkt die Entlüftung und man kann den Pott wirklich proppevoll machen. Der ist bis oben halt, den es voll kriegt. Das gefällt mir schon mal richtig gut. So. Also ich ziehe jetzt an dem Pott, ohne dass ein Verdampfer drauf ist. Einfach, dass die Watte schneller nass ist, bevor ich dann nachher meinen ersten Zug mit Strom nehme. So hier. Ja, der LED-Leuchte. Das sieht ja echt mega stark aus. Mal gucken, ob ich das mit irgendeiner anderen Kamera besser eingefangen krieg. Wenn den Pott einsetzt, dann ist das so ein richtiger Farbverlauf. Also, oh, geil. Das sieht ja noch besser aus als wie bei mir dahinter. So. Den Pott jetzt noch mal raus und guckt, dass die Kamera scharf schaltet. Also die Optik von dem LED-Verlauf, das ist schon mal mega, gefällt mir richtig gut. Also gucken wir mal, was noch im Lieferumfang mit drin ist. Weil ich gerade mal gucken müssen, wo wir überhaupt aufnehmen. Ruhig, ja. So, dann haben wir noch mit drin. Ein sehr kleines, kurzes USB-C-Kabel. Also das ist dann auch rein nur ein Ladekabel. Und hier haben wir ein Umhängeband, dass man sich die kleine oder das kleine Pottsystem mal umhängen kann. Ich habe das noch nie praktiziert. Aber fürs Video können wir das jetzt erstmal mal ausprobieren. So, können wir dann so überstülpen. Und dann kann man sich das wohl unter Hals hängen. Und hängt dann auch so in der T-Position, also quer und nicht nach unten um den Hals rum. Und hat sie dann immer griffbereit, dass man dran ziehen kann. Finde ich voll schlechte Idee. Aber wird ich vermutlich so in der Form nicht nutzen. Nur schon als Brillenträger ein bisschen umständlich, dann immer die Brille hoch und runter zu machen. Aber so sieht es auf jeden Fall aus. Also Optik auf jeden Fall mega. Das LED-Licht auch mega. Von der Größe her fällt mir der jetzt eigentlich auch echt richtig gut. Das ist ja der neue von Steam Cave. Der ist tatsächlich ein bisschen größer. Und die dicke her, ich denke, die weiß ich jetzt auch nicht arg viel. Also auf jeden Fall kleiner, handlicher. Und jetzt hoffe ich mal, dass der jetzt lang genug gezogen hat, dass wir mal einen Zug dran nehmen können. Ja, die Airflow ganz auf. Jetzt mache ich sie mal ganz zu.
Also Geschmack würde jetzt ich sagen, ist sehr intensiv. Mir gefällt auch die LED-Beleuchtung. Und immer wenn ich dran ziehe, habe ich so einen Farbverlauf. Es ist halt ein bisschen schwierig in der Kamera einzufangen, dass ihr das richtig seht. Leuchtet ihr Schweiß? Gerade sind es rot über und grün, also optisch, würde ich sagen, sieht das Ding auf jeden Fall echt richtig, richtig gut aus. Geschmacklich ist auch ziemlich gut. Der Farbverlauf von der LED gefällt mir mega. Alles richtig macht. So, jetzt sehe ich bloß gerade, die haben mein Rahmen ausrumkett für Livestream, weil ich vorher mir überlegt habe, ob ich eventuell mal kurz live gegangen und habe es dann aber doch nicht gemacht. Ja, also, jetzt haben wir ein kurzes Video, die Post war da, inklusive First Impression von diesem Levin Muand Pod-System, Podkit. Zugverhalten ist ziemlich gut. Ist jetzt nicht übermäßig straff, wenn man die Airflow ganz zumacht. Aber auch zu offen, wenn ich jetzt die Airflow ganz aufmache. Es geht sehr, sehr striktes RDL. Dampfentwicklung. Für das kleine Gerät eigentlich auch ziemlich gut. Dann würde ich auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Wenn ihr mehr zu diesem Pod-System wissen möchtet, schreibt mir einfach mal was in die Kommentare. Ersteindruck. Ziemlich gut, sehr geschmacksintensiv, klein, handlich. Wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss.